Sie sind wütend und laut. Eine pro-palästinensische Kundgebung am vergangenen Freitag vor dem Hauptbahnhof in Münster. Die Stimmung ist angespannt, zunehmend aggressiv. Die Polizisten greifen mehrfach ein, holen einzelne Demo-Teilnehmer heraus. Szenen, die die öffentliche Sicherheit gefährden, sagt die Polizei Münster und hatte darum die für heute und morgen angekündigten Kundgebungen verboten. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir ein hohes Verständnis haben für Menschen, die friedlich auf die Situation der Menschen in Gaza hinweisen wollen. In diesem Fall ist es allerdings so, dass der Organisator seine Versammlungsteilnehmenden aufgestachelt hat und dass wir von Mal zu Mal eine höhere Eskalationsbereitschaft und auch eine Gewaltbereitschaft gesehen haben. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir bei der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und dann sind wir an der Schwelle, an der man auch ein Verbot in Erwägung ziehen muss. Und das haben wir hier getan. Es geht auch um Sprüche, die die Demonstranten immer wieder skandieren. Aus Sicht der Polizei sind einige davon antisemitisch und leugnen das Existenzrecht Israels. Auch darum das Verbot. Aus Sicht der Organisatoren der Kundgebung aber völlig zu Unrecht. Darum haben sie gegen die Verfügung der Polizei geklagt. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Gewalt. Wir demonstrieren für den Frieden. Dass die Menschen emotional sind, ist völlig verständlich, meiner Meinung nach. Es passiert ja auch etwas Fürchterliches. Viele von uns sind persönlich betroffen und gleichzeitig wird ihnen das Recht genommen, sich dazu zu äußern. Dieses Recht aber haben sie heute zurückbekommen. Das Verwaltungsgericht Münster hat dem Eilantrag der Demonstranten gegen das Versammlungsverbot der Polizei stattgegeben. Ja, das Verwaltungsgericht Münster hat die Verbotsverfügung der Polizeipräsidentin Münster für rechtswidrig erklärt. Das Gericht hat ausgeführt, dass die Polizei zwar im Rahmen ihrer Gefahrenprognose auf die Erfahrungen aus den letzten Versammlungen zurückgreifen kann grundsätzlich, ist aber hier zu dem Ergebnis gelangt, dass dies nicht ausreicht, um diese Versammlungen hier zu verbieten. Auch die Einschätzung der Polizei, dass manche Sprüche antisemitisch seien, teilt das Verwaltungsgericht so nicht. Das sei eine Frage der Interpretation. Und so werden sie also wieder auf die Straße gehen. Für morgen haben die Organisatoren in Münster 750 Teilnehmer angemeldet.